So, da fangen wir mal an. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Amateurtester. Heute gibt es einen der aufwendigsten Fahrzeugtests in der ewig langen Geschichte unseres YouTube-Kanals. Gemeinsam mit dem Volkswagen-Zentrum Dresden und der Gläsernen Manufaktur haben wir dieses kleine Spezialvideo für euch vorbereitet. Bernie und ich sind ja, wie ihr wisst, Vollblut-Dresdner und ja, da hat sich das nun mal angeboten, dass wir die Endmontage des neuen E-Golfs vor Ort einfach mal abfilmen. Näheres gibt es gleich. Doch wie immer zuerst die elektrifizierende 360-Grad-Einführung. Viel Spaß, meine Freunde! Von außen braucht man zu diesem Fahrzeug glaube ich gar nichts weiter sagen, außer Golf. Auch in der rein elektrischen Variante ist es nun mal ein Golf, hat aber ein paar kleine Details, die diesen E-Golf von den anderen Golf-Mehrzahl unterscheiden und in meinen Augen sogar ein ganzes Stück schicker machen. Zum Beispiel das C-förmige LED-Tagverlicht sieht richtig schick aus und die vielen blauen Details, die sich auch im Innenraum wiederfinden, wurden dezent, aber passend ins Design übernommen. Übrigens werden hier gerade die Karosserienummern ins Chassis gestanzt und von da an beginnt die Reise in der gläsernen Manufaktur vom Rolling zum fertigen E-Golf. I'm like a cheap head honcho. Tell me that it's impossible, I give it to you pronto. Be working all these late nights and these early mornings like Alonzo. So one day they'll be calling me great, just call me Gonzo. But I'm never acting no resent. Sobald die Sonne hinterm Horizont das Leuchten verliert. Das war mal ein Lied von mir. Okay, sobald es Nacht geworden ist, zeigt sich das schicke Leuchtendesign vom kleinen Volkswagen. Die Lichter vorn und hinten sind voll LED-Leuchten und diese sind sogar beim E-Golf Serie, was ich ja persönlich ziemlich cool finde. Von der Ausleuchtung der Straße gab es absolut nichts zu meckern und man konnte die Fahrbahn auch bei Nässe gut einsehen. Auch wird man selber gut gesehen, da die Rückleuchten ausreichend hell sind und das Bremslicht mehr als auffällt. Wenn ihr euren E-Wagen in Dresden aufladen wollt, solltet ihr unbedingt mal bei der Manufaktur vorbeifahren. Denn die E-Mobility-Station wird komplett mit Sonnenenergie betrieben und kann bis zu 4 Fahrzeuge gleichzeitig laden. Wenn euch langweilig werden sollte, könnt ihr euch auch gerne einen Kaffee in der Gläsernen oder ein Eis bei Willi Vanilli holen, direkt am Georg-Arnold-Bad. Der Innenraum. Fast jeder weiß, wie ein Innenraum von VW aussieht. Und wenn man sich mit den neuen Modellen etwas bei YouTube befasst hat, weiß man auch, dass der Innenraum sauber und ordentlich und recht hochwertig verarbeitet ist. Auch weiß jeder, dass der neue 9,2 Zoll große Touchscreen zur Serienausstattung gehört. Und ebenso weiß jeder, dass sich jeder Tester über den fehlenden Lautstärke-Drehschalter aufregt. Also was können die Amateurtester euch Neues zeigen oder erzählen? Im Prinzip nicht viel erzählen, aber schaut doch einfach mal, wie interessanter Einbau des Cockpits aussieht. Das ganze Teil wird händisch mit einem Kran positioniert und nach ein paar Korrekturbewegungen mit Schrauben befestigt. Bam, Armaturenbrett drin. Vom Platz her macht der Golf eine typische gute Figur. Auch wenn man zum Beispiel mal die Türen einsetzt und vielleicht sogar ein paar Sitze reinbaut, hat der Wagen noch ein angenehm luftiges Raumgefühl. Das gute Raumgefühl gibt es natürlich nicht nur vorn, sondern auch auf den hinteren Plätzen ist ausreichend Platz für 2 Erwachsene auf langen Strecken oder auch mal 3 Erwachsene auf mittellangen, wenn es mal sein muss, Strecken. Wenn man die Heckklappe öffnet, schaut man auf 341 bis 1231 Liter Kofferraumvolumen und ist erst einmal überrascht. Zumindest wenn man weiß, was da eigentlich alles noch irgendwo untergebracht werden musste. Schließlich nimmt der Akku und Elektromotor eine Menge Platz weg. Wie viel da eigentlich noch drunter versteckt werden muss, zeigen wir euch jetzt bei der Hochzeit. But in the end, I wouldn't have it anymore.
Gefühlt 300.000 Schrauben später ist das Herz mit dem Blechkleid vereint und Bernie kann euch nun erzählen, wie sich der Elektrogolf denn eigentlich fährt. Man setzt sich in den Golf, steckt den normalen Schlüssel in das Zündschloss und dreht, um den Motor zu starten. Spätestens an dieser Stelle sollte man realisiert haben, dass man sich in dem neuen E-Golf befindet. Es gibt lediglich ein kurzes Signal und man hört nichts. Zuallererst ungewohnt, lässt man sich rollen oder gibt ein wenig Gas, hört man Abrollgeräusche. Es ist faszinierend, das erste Mal rein elektrisch zu fahren. An sich keine große Umstellung, lediglich der Sound fehlt eben. Und dann hieß es für mich auch schon austesten. In der Stadt mit viel Stop and Go, selbst bei geringen Geschwindigkeiten ist die gute Beschleunigung schon zu spüren. Da es keine Gänge gibt, die durchgeschaltet werden müssen, funktioniert das ohne jede Verzögerung oder Ruckeln. Auch wenn dann die höheren Geschwindigkeiten außerorts gefahren werden, schneidet man mit dem E-Golf bestens ab. Er fährt sehr ruhig, da die Abrollgeräusche sich nie in den Vordergrund gestellt haben. Auch kleine Unebenheiten auf der Straße hat er mit Leichtigkeit genommen, sodass der Fahrer in seiner energiereichen Fahrt nicht gestört wird. Auch ich fand, dass der Wagen extrem gut fuhr. Der Elektromotor mit seiner etwas anderen Kraftentfaltung war zwar am Anfang eine Umgewöhnung, machte aber extrem Spaß und auch das Fahrwerk rollte Unebenheiten gut weg. Dazu war der Wagen sehr komfortabel, aber alles andere als schwammig. Der Golf ist ja bekannt als ein guter Allrounder und da macht der neue E-Golf natürlich auch keine Ausnahme. One time for the underdog. You got the world on your team. Even if that ain't what it seems. Jetzt die Frage aller Fragen. Wie weit sind die Amateurtester denn nun eigentlich gekommen? Wie ihr wisst, fahre ich selbst einen Kleinstwagen, der mit 5 Litern angegeben ist, mit ca. 8 bis 9 Litern durch Dresden. Natürlich rase ich nicht, aber ich fahre halt gern schneller an. Was Amateurtester-Zuschauer natürlich wissen, denn Amateurtester-Zuschauer haben selbst die Erfahrung gemacht, dass Schleicher an Ampeln und sonstigen Haltepunkten extrem nervig sind. Außerdem muss ein Auto natürlich nur zu Testzwecken auch mal auf der Autobahn eine etwas erhöhte Geschwindigkeit aushalten müssen. Anders beim E-Golf, aber das erzählt euch jetzt mal lieber die Bernie. Die Reichweite ist schon erstaunlich, wenn man weiß, was drin steckt. Sollte man sich für den E-Golf interessieren, ist der Besuch in der gläsernen Manufaktur schon fast Pflicht. Und eins kann man sagen, in Wahrheit ist das Ganze noch viel überwältigender. Ebenso wie der direkte Einfluss vom Fahrverhalten auf die Reichweite, was immer über die Anzeigen überblickt werden kann. So kann Energie aus der Rückkopplung beim Bremsen gewonnen werden. Sprich, es lohnt sich rechtzeitig zu bremsen, anstatt mit einem Mal stehen bleiben zu wollen. Dadurch kann man tatsächlich die 200 Kilometer auch im Sommer mit Klimaanlage erreichen. Die beworbenen 300 Kilometer Reichweite sind auch durchaus möglich mit den entsprechenden Einschränkungen. I know I'ma get it, I just don't know how. I've never felt how I feel right now, but everything is alright. Everything is alright. Für heutige Verhältnisse ist der Golf unglaublich übersichtlich. Gerade für die Stadt, wofür er ja auch ausgelegt ist, ist das natürlich ein zusätzlicher großer Vorteil. Radfahrer und Fußgänger sind mit einem einfachen Schulterblick schnell zu sehen, ohne sich dabei verrenken zu müssen. Auch beim Einparken lässt sich der Golf gut in seinen Maßen einschätzen. Wem das noch immer zu wenig ist, kann dann natürlich auf Parksensoren vorn und hinten sowie Rückfahrkamera zurückgreifen. Jetzt wollen wir noch gerne ein paar Worte über die gläserne Manufaktur in Dresden verlieren. Erst einmal gibt es ein riesiges Dankeschön, dass wir überhaupt die Möglichkeit bekommen haben, den kompletten Ablauf abzufilmen und das uns so viel Vertrauen geschenkt wurde. Als wir uns das Ganze zum ersten Mal anschauten, lief ich die ganze Zeit wie ein kleiner verrückter Junge durch die Halle, da ich noch nie so eine Produktion hautnah miterleben durfte. Ich war zwar auch ehrlich gesagt im ersten Moment etwas enttäuscht, dass da noch nicht alles mit Robotern gemacht wurde, aber im Nachhinein, als der 12-jährige Philly meinen Geist wieder freigab, fand ich es natürlich fantastisch, dass knapp 300 Mitarbeiter wieder in den Hallen ihre Arbeit aufnehmen konnten. Zurzeit laufen jeden Tag ca. 35 E-Golf Mehrzahl im
im Einschichtbetrieb vom Band und werden von Dresden fast in die ganze Welt verschifft. Tendenz steigend. Ab 2020 plant VW eine Elektrooffensive und ich bin schon mehr als gespannt, was da noch auf uns zukommt. Das Ganze klingt ja gar nicht mal so schlecht. Ich persönlich war eigentlich eher so anti-Elektro, das bringt ja nichts, so ein Schrott, viel zu teuer und bla bla bla. Aber nun, nachdem man sich so stark mit der ganzen Sache beschäftigt hat und so viel erfahren konnte und hautnah hinter die Kulissen schauen durfte, wird man irgendwie doch etwas umgestimmt. Elektro macht Spaß und das Reichweitenproblem sollte für den normalen Fahrer eigentlich doch kein Problem sein. Wie gesagt, 200 Kilometer reichen für normale Fahrer locker 2 bis 3 Wochen. Man sollte das Ganze aber dennoch wie ein Kleinkind oder Baby betrachten. Es ist da und es funktioniert bereits, aber kleckert manchmal noch oder läuft aus. Ja, ein typischer Philipp-Vergleich. Im Prinzip ist das alles noch Entwicklung, welche nie aufhört und jetzt immer mehr an den Mann gebracht wird. Diese Entwicklung ist eine gute und sollte von so vielen Menschen wie möglich unterstützt werden. Klar gibt es auf der anderen Seite auch ein Energieproblem, denn wie wir alle wissen, kann noch nicht der komplette Energiebedarf mit erneuerbaren Energien abgedeckt werden und wenn ich noch einmal Energie sage, soll mich der Blitz treffen. Aber die gläserne Manufaktur zeigt, dass man zum Beispiel Stromtanken auch ressourcenschonend durchführen kann und überschüssiger Strom wird ins Netzwerk der Manufaktur gespeist. Luft. Unser Fazit also. E-Mobilität ist auf einem guten und massentauglichen Weg. Der E-Golf ist ein gutes Auto und wird sicherlich viele Käufer zufriedenstellen. Der etwas höhere Basispreis wird durch eine gute Serienausstattung mit vielen Assistenzsystemen und zum Beispiel das LED-Komplettpaket etwas neutralisiert. Aber natürlich bleiben die Mehrkosten für die Entwicklung und dem Elektrounterbau. Mir hat der Wagen wirklich gut gefallen und ich finde es absolut klasse, was Volkswagen da für die Zukunft plant. Dennoch kann ich auch die Skeptiker unter euch verstehen, möchte euch aber ans Herz legen, das Ganze noch etwas weiter zu beobachten und vielleicht werdet auch ihr irgendwann umgestimmt. Nicht nur die Herstellung ist beeindruckend, auch inwiefern sich die gläserne Manufaktur dem Thema Innovation annimmt und dadurch eine der schnellsten Ladestationen anbietet, sowie auch beim Ablauf viel Wert auf Fortschritt gelegt hat. Und das merkt man auch beim E-Golf. Der allseits beliebte Allrounder wird nun mit seinem Elektromotor spürbar zukunftsweisend. Das Fahren macht viel Spaß und man kann sich selbst dabei zusehen, wie man immer energiesparender fährt, ohne dabei die lahme Ente oder ein Verkehrshindernis darzustellen. Alles in allem also ein Fahrzeug, was das beinhaltet, was man bei einem Golf schätzt, mit dem Zusatz der Nachhaltigkeit. Selten ist bisher auch, dass die Batterie 8 Jahre Garantie hat und nicht zusätzlich geleast werden muss. Und das gibt einem Kunden das Gefühl von sorglosem Stromfahren. Vielen Dank fürs Zusehen, meine Freunde. Wie findet ihr diese ganze Entwicklung? Schreibt uns wie immer eure Fragen oder euer Feedback unter das Video. Wir werden natürlich versuchen, auf alles zu reagieren und eure Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Das Video war extrem aufwendig und wir würden uns wirklich freuen, wenn ihr uns helft, das Ganze in Foren und sozialen Netzwerken zu teilen. Bis zum nächsten Mal, eure Amateurtester. Everything